Ich will schon springen, einfach so. Ich stehe hier vor dem Ding sofort so, ich muss springen. Oh mein Gott, das ist doch das Format, in dem ich springe, oder? Hallo Leute, ich freue mich sehr, euch wiederzusehen in einem Format, wo ich in einem BH oder Sport-BH in meinem Wohnzimmer stehe und Klamotten für euch anprobiere. Yay! Also erstmal möchte ich sagen, ich habe diese drei Kleiderschrankteile hintereinander abgedreht an 2-3 Tagen. Das bedeutet, jetzt gerade ist das erste Mal, dass ich mit euch spreche, wo ich wirklich auch euer Feedback bekommen habe. Ich möchte mich einfach mal bedanken für dieses mega coole Feedback. Ich habe da gar nicht mit gerechnet. Das ist das erste Mal wieder gewesen nach Jahren, wo ich richtig doll Spaß an YouTube hatte wegen euch. Es war so cool, eure Kommentare, wie viel Spaß ihr an dem Video hatte. Auch nochmal Grüße gehen raus an meinen Cutter Kevin. Es wurde schon häufig genannt, dass wir ein gutes Team sind. Grüße zurück, Jaco. Oh, ich sollte mir echt langsam mal einen Stuhl mit Armlehne kaufen. Gucken wir mal weiter. Die Videos sind cool geworden, auch wenn sie eine super schlechte Qualität hatten, weil die Kamera im Arsch war. Aber das haben wir halt erst im Schnitt gemerkt, nachdem alle drei Teile abgedreht waren. Niemand hat sich beschwert wegen der Qualität oder dass ich nicht scharf war oder dass alles verpixelt war. Also offensichtlich sind eure Qualitätsansprüche noch niedriger als meine. Ich habe dann ja im letzten Teil angesprochen, dass ich gerne einen Vintage-Haul machen würde, um so ein bisschen anzutasten, was ihr sagt. Super viele von euch haben geschrieben, bitte einen Vintage-Haul. Richtig Bock. Und das machen wir heute. Für die Leute, die das nicht wissen, ich habe früher auf YouTube, also so richtig weit früher, super viele Second-Hand-Hauls gemacht. Ja, das war's. Weil ich quasi in einem Second-Hand-Laden gelebt habe. Also meine Eltern hatten einen Second-Hand-Laden. Also ich bin quasi mit Second-Hand groß geworden. Aber jetzt habe ich Vinted für mich entdeckt. Wisst ihr, was ich übrigens frech finde? Ich habe extra meine Pflanze vors Sofa gestellt, damit es schön aussieht. Und jetzt ist die gar nicht im Bild. Ehemals Kleiderkreisel hat mich früher überhaupt nicht gejuckt. Da ich alles immer vor der Tür hatte, hatte ich keinen Bock, irgendwie Secondhand online zu bestellen, weil dann kann man das gar nicht anprobieren. Und das ist ja immer so das Problem bei Secondhand. Es gibt jedes Teil nur einmal. Und wenn dir das nicht passt, hast du Pech gehabt. Wenn du es im Internet siehst, kannst du es nicht anprobieren. Diesem Problem werden wir heute auch noch begegnen. Obwohl viele Sachen nicht passen, bin ich trotzdem Vinted addicted. Ich glaube, es ist einfach ein Lernprozess. Man muss zum Beispiel wissen, hey, ich kann nicht einfach einen Bershka-Pulli bestellen, weil ich immer M habe. Nein, du musst zu Bershka reingehen, einen scheiß Pulli anziehen und checken, in dem Laden habe ich eine M oder eine L und dann ist die Wahrscheinlichkeit schon größer, dass das passt. Manche Sachen davon habe ich schon anprobiert, andere noch nicht. Das wird ein Überraschungspaket. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Und ich würde sagen, ich halte jetzt meinen Mund, bevor das Intro wieder super lange wird und wir beginnen mit dem ersten T-Shirt. Tendenziell eine Hose, die ich eigentlich nicht dazu anziehen würde. Aber jetzt gerade, wo ich so im Spiegel sehe, denke ich so, warum eigentlich nicht? Ist ein wilder Look. Ich bin ein Cherry Babe. Würde ich natürlich wieder hier drunter klemmen. Finde ich gar nicht so schlecht. Normalerweise würde ich einfach eine schwarze Leggings dazu anziehen. Oh, das ist so eine... Kennt ihr so Leggings, die so eng sind, dass man die erstmal 1 Million Jahre nach oben ziehen muss, bis die vernünftig sitzen? Und wenn die Fingernägel zu lang sind, brechen die auch noch dabei ab. Ja, also das wäre jetzt eigentlich so im Grunde genommen der Look, mit dem ich zu Hause rumlaufe. Das ist ursprünglich von Miss Selfridge. Ist ein bisschen trashy, aber ich mag das. Immer wenn dieses Oberteil aus der Wäsche kommt, bin ich super glücklich. Das Girl, was mir das verkauft hat, war auch wirklich super lieb, hat sogar noch so eine Nachricht mit so einem Herzchen und so dazugelegt. Das Einzige, was ich nicht ganz so cool fand, und das ist etwas, das kann einem online im Secondhand natürlich öfter passieren. Hier ist ein Fleck gewesen und der ist jetzt durch Waschen fast ganz rausgegangen. Den sieht man kaum noch. Ich finde es immer ganz nett, wenn so Flecken fotografiert werden oder mitgezeigt werden, weil es gibt einfach Leute, für die ist das ein No-Go und es gibt Leute, die finden das gar nicht so schlimm. Aber insgesamt finde ich das richtig cool und ich freue mich jedes Mal, das anzuziehen. Also egal, ob es jetzt zu Hause im Homeoffice ist oder beim Sport, die einzigen zwei Orte, wo ich mich aufhalte. Kein Scherz, traurig, aber wahr. Sommerzeit fängt ja gerade erst an, okay? Ich gehe ja raus. T-Shirt Nummer 1. Machen wir weiter mit dem nächsten T-Shirt, was ich mir für den Sport bestellt habe. Also ich muss euch sagen, das habe ich mir wirklich ganz anders vorgestellt. Aber
das sind die kleinen Fallen, in die man online reinstapfen kann, wenn man es nicht besser weiß und das Produkt nicht im Original kennt. Also, es ist ein Adidas offensichtliches Crop Top. Ich habe nach Adidas Artikeln gesucht und das ist Größe 38. Ich habe das auf dem Foto gesehen und for some reason, weil das so zwischen so Crop Tops, die so weiter waren, war, habe ich irgendwie gedacht, das wird so eine Nummer wie das, was ich eben anhatte. Nicht ganz so doll, aber auf jeden Fall sowas, was weiter absteht, so lockerer ist. Aber das ist halt richtig stretchy und nah. Und das ist irgendwie so, das ist mir zu kurz. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich damit mache. Ich behalte es jetzt erstmal, weil vielleicht gibt es im Sommer irgendwie dann doch mal so eine Situation, wo ich es irgendwie, ich könnte mir das irgendwie vielleicht mit so einem Crossover vorstellen, mit so einer ganz hohen, weiten Hose. Weil so jetzt im engen Zustand, komm, ich ziehe da mal gerade eine andere Hose zu an. Ich bin mir gerade gar nicht mal so sicher, ob ich die Tatsache, dass dieser Sport-BH da drunter herguckt, ob das cool ist. Ich habe gestern noch ein Foto gesehen, das ist ein Look, den ich auf jeden Fall rekreieren wollte, von einer Frau. Die hatte ein weißes T-Shirt uncropped und da drunter hat so richtig viel Spitzenoberteil, Spitzen-BH rausgeguckt. Das sah so gut aus einfach. Ich weiß nicht, ob das in diesem Fall jetzt auch so cool ist. Ich weiß nur, wenn ich unter diesem Oberteil kein BH anziehe, dann wird das halt ein Underboob-Oberteil. Das kann ich euch aber versprechen. Also jetzt, wo es unten weit ist, fühle ich mich auch wohl. Unten und oben weit mag ich sehr gerne, aber unten und oben eng mag ich nicht so gerne. Da fühle ich mich immer so ein bisschen Klausti mit. Ach doch, so im Sommer mit Goldschmuck, jetzt so. Noch 10 mehr Tattoos, die ich auf die Schnelle noch brauche, dann würde ich das schon ganz cool finden. Das bräuchte jetzt so geile weiße Sneaker dazu. Doch, gut, dass wir dieses Video machen. Ich wollte das schon selbst wieder bei Vinted verkaufen und jetzt habe ich doch einen Bezug dazu gefunden. Sieht immer noch aus wie ein T-Shirt, das man abgeschnitten hat, aber for a reason. Wo wir übrigens gerade beim Thema Sport-BHs sind, ziehen wir mal den... Oh Gott, das wird so anstrengend. Ziehen wir mal den Sport-BH an. Das ist eins der Teile, die ich schon mal anprobiert habe. Und sagen wir so, es war anders, als ich es mir vorgestellt habe. Denn das war das Teil, auf das ich mich am allermeisten gefreut habe. Und plötzlich fühle ich mich wieder, als hätte ich eine Raucherlunge. Das ist ein Nike Sport-BH, den ich mir bestellt habe in, ich bin auch selbst schuld, Größe S. Ich habe einfach gedacht, Größe S ist doch gar kein Problem, dann ist es ein bisschen enger und dann habe ich mehr Support. Weil das, was mich am meisten abfuckt an Sport-BHs insgesamt ist, super viele Sport-BHs irgendwie für Muskeltraining ausgelegt sind. Eigentlich sind Sport-BHs ja für die Erschütterung. Wisst ihr, wenn ich Muskeltraining mache, brauche ich gar kein Sport-BH. So, dann kann ich einfach gar kein BH anziehen. Da ist ja keine Erschütterung. Ein Sport-BH bedeutet für mich, wenn ich springe und laufe, dass die sich einfach nicht bewegen, die Dinger. Der bietet es auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe noch nie was angehabt, was meine Brüste so unbeweglich macht wie dieser Sport-BH. Aber der ist halt viel zu klein. Um hier reinzukommen, da haben mir gerade mindestens 3 Elefanten beigeholfen. Oh mein Gott! Was soll ich das denn machen? Das ist ein Zebra Sport-BH, aber das Zebra-Muster sieht grau aus. Weil er so gedehnt wird durch meinen Körper, dass das schwarz auseinandergezogen wird. Seht ihr das? Und ihr denkt so, oh, das ist die überbelichtete Kamera. Aber wenn ich das jetzt zusammendrücke, das ist halt super schade, weil ich finde diese Zebra-Kontraste ja richtig geil. Ich finde alles mit Zebra geil. Zebra-Hosen, Zebra-Pullis. Ich könnte von Kopf bis Fuß in Zebra rumlaufen. Was sagt ihr? Behalten, obwohl zu eng? So, machen wir weiter mit einem T-Shirt. Ihr kennt doch in so Läden die Socken und Haargummis, die an der Kasse liegen, die man mitnimmt, obwohl man sie nicht braucht. Das war dieses T-Shirt. Also ich habe nach Nike und Adidas Sportklamotten gesucht und ich habe gedacht, ich will es haben. Obwohl mir eigentlich Gelb gar nicht steht, weil Gelb mich ja total rot macht. Aber irgendwie ist mir das ein bisschen unangenehm zu sagen. Aber ich habe mir das bestellt und habe gedacht, dann fühle ich mich schön, wenn ich schlafen gehe. Aber immer, wenn das gewaschen ist und ich das abends anziehe, dann freue ich mich, weil ich denke, heute ziehe ich mein schönes Schlafshirt an. Machen wir weiter. Mit einem Buddy, den ich noch nie anhatte. Das heißt, es wird jetzt Premiere. Ich weiß auch noch gar nicht, wie der aussieht. Ich bin sehr gespannt. Das ist nichts, was ich... Das ist nicht so was, was ich typischerweise kaufen würde. Das heißt, es könnte jetzt sein, dass das ein Hammer wird oder dass das ganz doll in die Hose geht. Wir werden sehen. Let's go. Oh, okay.
wirklich großes Learning bei der ersten Runde Vintage-Shoppen ist, muss aufhören, mir Sachen in Größe S zu bestellen. Das Problem ist, Leute, super viele Frauen tragen Größe S. Das ist einfach Fact. Und deswegen sind super viele Sachen, die ich schön finde, die mir angezeigt werden, in Größe S. Es gibt manchmal so Kleidungsstücke, da ist das nicht so schlimm, wenn das sogar ein, zwei Größen größer, kleiner ist. Das geht trotzdem. Wisst ihr, wenn das irgendwie dehnbar ist oder so, dann passt das. Würde man es im Geschäft eine Nummer größer kaufen, ja, aber nicht S, Jaco. Es geht einfach nicht. Also ihr könnt das jetzt gerade nicht sehen. Ich wollte euch den richtig als Body zeigen, aber ich kann nicht, weil ich kriege den gar nicht tiefer in sie. Und das ist das Problem beim Online-Shoppen. Im Secondhand hatte ich das auch voll oft, dass ich das so mitgenommen habe und dachte, ach, vielleicht passt das ja. Aber dann geht man ja in eine Umkleide und probiert es an und merkt so, nee, das geht gar nicht. Und dann hängt man es wieder weg. Aber hier hat man es halt schon gekauft, ne? Der war originally naked. Und da kann ich auch wirklich nicht sagen, das probiere ich trotzdem aus wie bei dem Sport-BH oder so. Das könnte ich halt so tragen. Machen wir mit der nächsten Katastrophe weiter. Ja, also, das war Teil meiner Nike-Sportsachen-Recherche. Der gefällt mir einfach überhaupt gar nicht, muss ich euch sagen. Ich habe mir den ganz anders vorgestellt. Ich zeige euch das Bild, wie es bei Vinted aussah. Und for some reason, ich guck mal gerade, es ist Größe M. Ich habe wirklich mit so einem richtig großen Vintage-Oversized-Nike-Pulli gerechnet. Und dann kam das an und ich war so, das ist Oversized für eine sehr kleine Person unter 12 Jahren. Und ich muss auch sagen, der ist so ein bisschen noppig und der hat auch einen Fleck, der nicht mit in der Anzeige stand. Das fand ich auch nicht ganz so cool. Ich habe den bisher nur so ungeschminkt, mit Haaren in alle Richtungen angezogen und dachte so, nee, aber jetzt bin ich ja so ein bisschen fertig gemacht und wenn ich jetzt so in den Spiegel gucke, dann denke ich wieder so, hä, so mit Goldschmuck und so einer schwarzen Hose gar nicht schlecht. Warte mal, jetzt kommt wieder der BH-Trick. Ich sehe das Kleidungsstück gerade irgendwie aus einem neuen Blickwinkel. Als wäre ich unfair zu ihm gewesen. Ich glaube, weil ich andere Erwartungen hatte, wisst ihr? So wie man, wenn man wollte ein rotes Oberteil und dann kriegt man ein grünes. Und dann denkt man, oh, wie blöd, ich wollte ein grünes. Und denkt so, ich will kein rotes, deswegen ist das blöd. Und wenn man es jetzt aber mal kurz betrachtet wie, ich stelle mir vor, ich wollte ein rotes, dann finde ich das schön. Steht ihr, wo ich herkomme? Das ist wirklich jetzt eine sehr komplizierte Analogie, die unnötig ist. Ich bin gerade sehr froh, dass wir dieses Video drehen. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Was sagt ihr hierzu? Sagt ihr so, yes? Aha. Oder sagt ihr so, no, Jaco. Ich weiß nicht, was du da siehst, aber meine Augen sind blind dafür. Das ist ja ein Pulli für einen Zwerg. Okay, zwei Bikinis sind übrig. Let's go. Okay. Kaum ist sie einmal in dem Video und hat ein Bikini an und sagt so, ich fühle mich unwohl, ab dann so jedes Video Bikini. Aber gut, nennen wir es einfach die Videotherapie-Reihe. Also, ich sehe jetzt schon in der Kamera, dass mir das gar nicht so gut gefällt. Jetzt verstehe ich auch Kevins Reaktion gestern. Ich habe ihm den nämlich gezeigt und er war so, nee, irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich sag mal so, das ist eins der Sachen, die ich mit als letztes bestellt habe von Vinted. Vielleicht haben mich eure Kommentare beeinflusst. Ich habe so viel, also ich habe ja schon im Video häufig gesagt, grün ist meine Farbe, aber ich habe so viele Kommentare von euch bekommen, dass ihr gesagt habt, oh mein Gott, grün steht dir so gut, dass ich so war, ich brauche noch einen neuen grünen Bikini. Und dann habe ich den ihr bestellt. Ist auch wieder einer mit einem, also Tanga-Dings. Ja, also in der Kamera, wie ich es gerade sehe, finde ich, dass er mir nicht jetzt unbedingt so doll schmeichelt. Oder was sagt ihr? Und das Krasse ist, das ist eine L und jetzt zeige ich euch mal die nächste L. Hä, in der Kamera sieht es aus, als ob der rosa ist. Der ist richtig lila, so richtig doll lila. Das ist auch eine L und der ist richtig groß, der Bikini. Also guck mal hier oben, wenn ich das richtig auseinanderziehe, das ist eigentlich für viel größere Boobs. Den hätte ich locker in einer S oder M bestellen können, auch die Hose. Die ist hier so richtig. Aber bei einem Bikini, finde ich, geht das manchmal, wenn das zu groß ist. Was sagt ihr? Ich finde den richtig cool. Und Kevin war so, nee, auf gar keinen Fall. Und ich war so, sad, sad. Ich war richtig sad gestern. Ich hatte gestern so einen schlechten Tag, Leute. Wirklich den schlechtesten Tag seit Monaten. Ich weiß nicht, was mit mir los war, hormonell. Ich war so am Arsch. Und dann habe ich gedacht, oh, ich habe neue Pakete bekommen. Und ich mache eine Modenschau. Und dann Kevin so, nee. Und ich so, aber nein, ich will ja immer auch die Wahrheit hören, ne? Das ist mir auch wichtig. Man soll ja nichts sagen. Das ist etwas, was ich richtig doll hasse. Und auch unter Freunden und so, sich Komplimente machen, die gelogen sind, einfach nur, damit jemand sich besser fühlt. Mm-mm.
Sowas will ich nicht. Ich will nur ehrliche Komplimente, sonst vertraue ich irgendwann gar keinem mehr. Der Grund, warum ich mir das gekauft habe, ist, eine Sekunde, diese Jacke. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, bestimmt. Die habe ich schon mega lange. Und immer, wenn ich diese Jacke anhabe, sehe ich mich in der Kamera und denke so, oh, du siehst so frisch aus. Und dann dachte ich, ja, lila ist meine Farbe. Deswegen habe ich den bestellt. Und ich muss auch sagen, ich finde, dass diese Farbe mir auch wirklich sehr gut steht. Ich glaube, es ist eine Frühlingsfarbe, oder? Oh, das wäre sowieso nochmal meine Frage. Eins der Kleiderschrank-Videos war ein Kommentar, der sich gewünscht hat, dass ich mal so eine Farbberatung mache, so eine professionelle. Es ist ja gerade wieder dieses Frühlings-Sommer-Herbst-Winter-Prinzip zurück. Eigentlich hatten wir das ja verworfen, aber irgendwie ist es jetzt wieder neu und trendy. Auf jeden Fall würde ich sowas gern einfach mal machen. Ich fand die Idee super krass. Gut? Boah, krass. Heute keine Eloquenz am Start. Und das Kommentar wurde übelst krass hochgeliked. Wenn ihr Bock darauf habt, vielleicht kennt jemand von euch so eine professionelle Farbberatungsfrau, die vielleicht auch schon mal vor der Kamera war und Bock darauf hätte, dann könnten wir das mal machen. Fände ich eigentlich ganz nice. Auf jeden Fall habe ich mir diesen Bikini geholt, weil ich finde, die Farbe steht mir sehr gut. Und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt so in den Spiegel gucke, da kann ich mich ja nicht drauf verlassen, weil ja offensichtlich ist es so, ich sehe, gucke in den Spiegel, denke, oh, das sieht schön aus. Kevin sagt, nee, sieht nicht gut aus. Ihr sagt, nee, sieht nicht gut aus. Ich gucke das Video und denke, nee, sieht nicht gut aus. Ich sage, boah, sieht voll scheiße aus. Ich gucke in den Spiegel und es sieht einfach mega kacke aus. Ihr sagt, sieht top aus. Ich gucke mir das Video an, sieht top aus. Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe irgendwie ein verdrehtes Auge. Aber wenn ich auf jeden Fall in den Spiegel gucke, finde ich, der sieht gut aus. Der macht eine gute Figur. Der sitzt top. Kann ich so tragen. Kann ich aber auch so tragen. Farbe steht mir. Mag ich. Was sagt ihr? Nein, Spaß. Sagt bitte die Wahrheit. Immer die Wahrheit sagen. Nichts Gemeines ungefragt, aber wenn ich euch frage, könnt ihr sagen, steht ihr nicht. Ja, guck mal. Und wenn ich dann am Strand bin, dann habe ich auch schon die passende Jacke, die ich dazu tragen kann. Vielleicht ein bisschen dick. Das waren alle Winterteile, Leute. Das war jetzt nicht super viel, aber wir brauchen ja auch nicht immer gleich eine Dreiviertelstunde. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auf jeden Fall dazu gelernt, Jocko nicht impulsiv Größen kaufen, die dir nicht passen. Zur Not einmal kurz vielleicht beim nächsten Stadtgang gucken, welche Größe du hast. Ja, also das macht man ja auch mit Schuhen. Wenn ich mir Schuhe im Internet bestelle zum Beispiel, dann gehe ich auch vorher in den Laden und probiere zumindest, wenn es die Schuhe nicht gibt, von der Marke eine Größe an. Damit ich weiß, welche Größe ich in der Marke habe. So, da ein bisschen mehr drauf achten, weil sonst macht man sich nur Arbeit oder neue Klamotten, die rumgammeln. Und vielleicht den Beschreibungstext genauer lesen, ob da cropped steht, obwohl du ein XXL Oversized Pulli willst. Aber insgesamt hat das sehr doll Spaß gemacht. Ich bin glücklich mit meiner Ausbeute, würde jetzt gerne noch sehr viele weitere Klamotten kaufen bei Vinted, weil ich jetzt auch den Grund habe, sie euch zu zeigen. Also sollte euch dieses Format gefallen haben, dann sagt mir gerne, ob ich weitere Hunderttausende von Euros ausgeben kann auf Vinted. Dann gibt's das alle paar Wochen oder Monate mal, das Format. Worauf ich auch sehr doll Lust hätte, wären Outfit-Videos. Aber da muss ich ein bisschen genauer planen. Das haben sich nämlich auch sehr viele von euch gewünscht, dass ich Outfit-Videos mache. Aber da möchte ich, dass das geil ist. Wisst ihr, das soll dann schon sein. Oh, und kleiner Reminder, Kevin und ich streamen ja immer jedes Wochenende live auf Twitch 2 Stunden. Wenn ihr dabei sein wollt, würden wir uns sehr freuen. Wir freuen uns immer auf Zuwachs. Könnt ihr entweder die Twitch-App runterladen oder, falls ihr sie schon habt, Kevin abonnieren. Den Kanal verlinke ich unten in der Infobox und dann einfach eine Push-Benachrichtigung anstellen. Oder ihr besucht mich auf Instagram. Da kündige ich die Streams immer in der Story an und wir freuen uns immer über Zuwachs. Über neue Leute, die mit uns rumchillen, bisschen quatschen, bisschen beim Spielen mit dabei sind und so. Jetzt wünsche ich euch allen wunderschönen Tag. Ihr seid kleine Hasen. Oh, mein Gehirn braucht Zucker. Ich laber ja nur noch Mist. Macht's gut. Oh Gott, ich wollte gerade springen. Wohin? Wohin, Jaco? Wohin? Macht's gut.